Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und heute schauen wir einmal auf 5 Dinge in Clash of Clans, die du nicht tun solltest. Ich habe dazu auch schon ein, zwei andere Episoden mal früher gemacht, also ein, zwei andere Folgen. Das solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken. Ich verlinke sie euch hier drunter. Aber lasst uns mal direkt reingehen. Und zwar das allererste, was du nicht tun solltest in Clash of Clans, das ist falsch zu spenden. Ich habe jetzt mit diesem Account hier Ballons angefordert. Wir gucken mal drauf. Ich habe noch keine bekommen und wenn wir jetzt mal angucken, so eins, eins, zwei, drei, warte, jetzt Level 7 Kobold und Level 8 Mauerbrecher erhalten. Das sind so Sachen natürlich, die du nicht tun solltest. Spende nicht falsch. Und dazu gehört auch übrigens, neben den falschen Truppen, gehört da auch zu, nicht die Truppen zu spenden, wenn sie nicht den Level haben, den sie haben sollen. Das erlebe ich auch oft, dass ich zum Beispiel schreibe, das ist oft in Community-Clans, klar, die Leute wollen jetzt unbedingt spenden oder so, allerdings dann teilweise will man Level 6 plus Ballons und man bekommt Level 3 Ballons oder so. Das ist zwar dann meistens nett gemeint von den Leuten, aber du kannst dann trotzdem nicht so richtig was damit anfangen, das ist so das Problem. Und deswegen, Leute, denkt dran, immer richtig zu spenden. Wir müssen jetzt mal eben gucken, dass wir die Truppen mal eben ready bekommen, damit ich noch meinen Angriff machen kann. Aber wir gucken mal weiter. Also wie gesagt, Falschspenden, das ist nicht gut, Leute. Das ist Falschspenden, das ist nicht gut. Hab ich jetzt alles? Haben wir jetzt alles? Was haben wir denn noch? Zwei Plätze haben wir noch frei. Hä, die Anfrage ist weg und ich habe noch 2 Plätze frei. Geil. Auch nicht schlecht. Nummer 2 auf der Liste. Im Clan falsche Entscheidungen treffen. Das würde ich jetzt einfach mal so als zusammenfassend sagen. Wenn man sich diesen Clan anguckt, dann sieht man, wir haben einen Vizeanführer, wir haben 2 Vizeanführer, 3. Ja gut, ich bin jetzt aktuell Vizeanführer, sagen wir mal, ich wäre der Anführer. Dann haben wir 4, 5. Haben wir noch einen? Ja, und Kira-san und meine Wenigkeit, beziehungsweise Kira-san und der Frederikson-Account fallen da mal weg. Bedeutet, wir haben, glaube ich, was hatte ich gesagt, 4, 5 Vizeanführer und mich als Anführer und 2 Stellvertreter und 2 Älteste. Was du nicht tun solltest, befördere keine Leute in deinem Clan, die du nicht kennst. Ich sehe das so oft im Global, dass Leute schreiben, kommt in meinen Clan und ihr werdet Vize. Das ist wirklich die schlechteste Entscheidung, die du treffen kannst, weil du die Leute nicht kennst. Du kennst die Leute nicht. Das bedeutet, wenn du jemanden Vize machst, der kann ja im Endeffekt, der kann alles machen. Der kann alles machen, was auch der Anführer machen kann, bis halt auf den Clan komplett... Ja, gut, der Anführer kann den Clan natürlich dann noch komplett stilllegen. Das kann natürlich der andere nicht. Das kann der Vize natürlich nicht, aber trotzdem, er kann Leute kicken, er kann Clankrieg starten, er kann alles Mögliche machen. Vor allem, wenn die CWL startet. Der könnte einfach Leute rauslassen aus der CWL oder so. Den Schaden, den er machen kann, der ist so gewaltig. Von daher, macht das nicht. Befördert keine Leute, die ihr nicht kennt oder denen ihr nicht vertraut. Das ist ganz wichtig, denn klar, dann werden vielleicht 1, 2 Leute nicht in den Clan reinkommen, weil sie sagen, ich möchte aber unbedingt Vize oder Ältester oder ich gehe oder so, aber da musst du halt damit leben, da musst du halt mal auf den einen oder den anderen verzichten, denn sonst, vor allem Ältester, ne, dann denken sie, ich möchte Ältester, sonst hau ich ab, Mami oder so, und dann holen sie ihre ganzen Freunde rein, die du gar nicht drin haben willst im Clan oder so, das ist halt blöd. Deswegen, Leute, macht das nicht. Und er hat übrigens keine Adler dafür. Der Freund hier hat keine Adler, das ist natürlich sehr gut für uns. Ja, das ist immer blöd, wenn du da Leute beförderst, die du eigentlich nicht befördern solltest. Und dann hast du hinter den Salat und dann, vor allem, das ist manchmal auch schlecht zu reparieren. Du machst es irgendwann, du beförderst die Leute. Aber irgendwann machen die dann so viel Unsinn, dann kriegst du das gar nicht mehr, dann kriegst du das irgendwann gar nicht mehr behoben. Ja, geil, der Warden ist, geiler Warden. Was man auch nicht tun sollte, in Clash of Clans, sich auf den Warden zu verlassen. Das geht meistens auch immer schief. Aber wir gucken einmal weiter. Eine Sache, die du auf jeden Fall dir mal anschauen solltest, sind die Terms of Service von Clash of Clans bzw. von Supercell, wo drin steht, was du in Clash of Clans machen darfst und was du nicht, beziehungsweise im Endeffekt steht drin, was du nicht machen darfst. Und zwar, was du nicht machen solltest bei Clash of Clans, das sind so viele Sachen. Aber die wichtigsten mal zusammengefasst. Natürlich Dinge, die du nicht tun solltest, um nicht gebannt zu werden, bedeutet die Clan-Beschreibung, Moment, wo ist mein Clan? Da ist mein Clan. Die Clan-Beschreibung sollte nicht beleidigend sein, dein Name sollte nicht beleidigend sein,
Dein Base-Layout sollte nicht beleidigend sein und du solltest natürlich auch im Global-Chat nicht beleidigen. Ich sehe das so oft, dass da Leute sagen, warum wurde ich denn gebannt im Global? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ich glaube nicht, dass man einfach so ohne Grund gebannt wird. Zumal du ja auch meistens einen Screenshot dabei schickst, wenn du dem Supercell-Support schreibst. Ich meine, ich melde keine Leute. Ich bin selten im Global und wenn ich im Global bin, melde ich eigentlich auch, außer es ist wirklich was richtig Krasses. Wenn da richtig krasse Beleidigungen sind oder so, dann würde ich es vielleicht melden, meine Meinung. Allerdings, wenn er jetzt so irgendwer schreibt, möchte Freundin oder so, das melde ich natürlich nicht. Warum auch? Das ist ja keine Beleidigung, damit, das ist halt Dummheit. Aber er verstößt damit ja nicht direkt gegen die Richtlinien. Allerdings passt er auf jeden Fall auf, dass du da nicht gegen die Richtlinien verstößt, denn dann wirst du gebannt. Und ich meine, wenn es nur für 2 Tage sind, ist es trotzdem ärgerlich. Und im wiederholten Fall kann das natürlich dann auch zu weiteren Strafen führen. Und natürlich, keine Drittanbieter-Software benutzen, zum Beispiel keine Bots oder Mods oder sowas, um zu farmen oder irgendwelche sonstigen Geschichten. Denn dann kannst du wirklich dauerhaft gebannt werden. Und das ist richtig ärgerlich, wenn dein Account dann, für immer halt, ne? Wenn du wirklich Bots oder so benutzt, sie hatten es ja mal irgendwann gesagt. Haben sie das nicht hier sogar geschrieben irgendwann? Unsere Fairplay-Maßnahme, ja genau, hier war es. Der Einsatz von Bots war schon immer ein Verstoß gegen unsere Nutzungsbedingungen, welcher zu Strafen führt, ja. Wir haben in letzter Zeit an einem automatischen Erkennungssystem gearbeitet, das uns bei der Identifizierung von Konten hilft, die Bots einsetzen, um sich einen unfairen Vorteil im Spiel zu verschaffen, ja. Eine Sache, die auch noch ganz wichtig ist, kauf keine Accounts und verkauf deinen Account auch nicht. Denn wenn du einen Account kaufst, das kann auch nachverfolgt werden. Bedeutet, sagen wir mal, du kaufst einen Account aus Asien, das kann nachverfolgt werden. Du kannst genau sehen, dass dieser Account gekauft wurde. Wenn dieser Account, weiß ich nicht, du hast einen Clan und da sind da plötzlich 5 Leute drin, deren 2 Accounts irgendwann mal in Asien gespielt wurden und dann plötzlich jetzt in Deutschland spielen. Du kannst das nachverfolgen, deswegen rate ich euch wirklich, kauft keine Accounts und verkauft auch keine Accounts. Verstoßt nicht gegen die Nutzungsbedingungen, das ist ganz wichtig. Aber wir haben ja auch noch weitere Sachen, da werden wir jetzt mal drauf gucken. Nämlich, Punkt Nummer 4 auf meiner Liste, kommt vielleicht ein bisschen überraschend. Ich bin auch selber überrascht, dass es diesmal ein paar andere Punkte sind als noch letztes Mal, aber das ändert sich natürlich auch im Zeitverlauf. Nämlich, das Nachtdorf. Ein Punkt, den man definitiv nicht machen sollte, ist, man sollte das Nachtdorf nicht vernachlässigen. Und zwar, wenn du zum Beispiel zu den Leuten gehörst, wie ich, die jetzt nicht unbedingt der ganz größte Fan davon sind, vom Nachtdorf, beziehungsweise hat es sich ja schon gebessert. Also mittlerweile, vor allem in meinem großen Account, mit Meisterte 9, ich spiele das Nachtdorf da eigentlich schon ganz gerne, aber wenn du es nicht magst, du solltest es trotzdem nicht vernachlässigen, weil du hier einfach, du bekommst Achievements, du bekommst natürlich auch die Verbesserung für dein Hauptdorf und du bekommst Gems. Du bekommst Gems durch die Gemmine und du bekommst natürlich auch Gems durch die Hindernisse, die du abbaust. Und das in einer nicht zu unterschätzenden Anzahl. Von daher sage ich jetzt, Leute, nicht das Nachtdorf unterschätzen und vor allem das Nachtdorf nicht vernachlässigen. Da guck halt 1-2 Mal rein oder so. Da guck mal alle 2-3, selbst wenn du das nicht spielst, mach's halt so weit, dass du zumindest die Gemmine bekommst. Dann mach halt das Nachtdorf eben, ja, ein bisschen, grades ein bisschen ab. Oh, das ist eine Bombe. Ich will ja nur eben den Brutzler haben hier. Den Brutzler für die Quest, für die Clanspiele, den haben wir jetzt aber auch. Grade es halt nur eben so weit ab, dass du die Gemmine hast oder so. Und dann guck halt, dass du mal ab und zu mal deine Hindernisse wegfarmst oder so. Das reicht ja schon. Du musst ja jetzt nicht das Nachtdorf maxen oder so. Das hat ja keiner gesagt. Aber ab und zu mal ein bisschen was machen, das kann ja nicht schaden. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich hier unbedingt noch mit reinbringen wollte. Und kriegen wir sogar noch vielleicht den 2. Stern. Nein, es wird wieder ganz knapp. Es wird wieder ganz knapp nicht reichen. Aber wir haben einen Brutzler zerstört. Wir haben unseren, wobei den Stern für die Saisonherausforderung brauche ich ja gar nicht. Haben wir ja gestern gesehen. Habe ich alles schon fertig gemacht? Nein, nicht kaputt gehen. Na egal. Er ist kaputt. Er ist tot. Was haben wir? 48%? Oh, ja, genau. 0%, mein Freund. 0%. Und auch hier. Immer mindestens natürlich einmal am Tag solltest du das schon mal boosten, den Gratisschub reinkloppen. Ich meine, ich habe ihn jetzt alle 7 Stunden verfügbar. Will ich jetzt nicht sagen, richte dein Leben nach Clash of Clans aus, aber wenn du halt mal im Spiel drin bist und wenn du halt mal die Möglichkeit hast, ins Nachtdorf reinzugucken, dann tu das und dann aktivier halt auch den Schub, auch wenn du dann gerade nicht spielst, weil es einfach deine Sachen halt boostet, auch die Gemmine boostet. Von daher hast du dann die Möglichkeit, kriegst mal ein bisschen mehr Gems raus und so weiter und das ist auch wichtig. Yo! Was natürlich geil ist,
wenn du für die Quest für die Clanspiele den Brutzler zerstören musst und unser feiner Freund Bafia Dragon. Erstmal muss ich erstmal einen Kaffee da drauf. Das muss erstmal. Er hat keinen Brutzler. Er hat keinen Brutzler. Nicht gut. Nicht gut. Bafia, Moment. Bevor der Kaffee wieder kalt ist. Das ist nicht gut. Die Frage ist doch jetzt, was machen wir? Gehen wir auf den. Ja, komm. Ach komm, das ist mir egal. Wir gehen jetzt einfach mal hier drauf. Oh, da, klar, da war eine Falle. Die wird auch immer eine Falle sein wahrscheinlich. Bafia ist ja ein Fuchs, ne? Bafia ist ja ein Fuchs. Er braucht keinen Brutzler, allerdings baut er natürlich seine Fallen trotzdem auf. Da vorne noch was hin. So. Ja, das Dumme ist jetzt halt, ich komme jetzt schlecht an die Sachen dran, weil halt die Zerschmetterer vollkommen dumm da stehen. Deswegen, oh, wobei, die Meisterhütte kriegen wir noch. Die Meisterhütte kriegen wir noch. Das ist noch okay, dann kriege ich meinen zweiten Stern noch, aber mehr kriege ich halt nicht. Oh, den einen Brutzler noch. Den Brutzler schon. Den Brutzler hat er ja gar nicht. Den einen Zerschmetterer noch. Nein, nicht mehr ganz. Oh, da haben wir noch. Wir haben ihn noch gekriegt. Und jetzt holt euch noch ein bisschen was, Leute. Ja, der Turm ist auf niedrige Reichweite. Das ist natürlich perfekt. Ja, ja, Bafia Dragon. Damit hast du nicht gerechnet, dass wir dich jetzt hier zerlegen. Was? Mal gucken. Wir wollen natürlich auch noch einen Angriff im anderen Dorf machen. So. Ring. Es gibt wahrscheinlich... Ich habe mir so 15 Minuten Gedanken gemacht über die Dinge, die man nicht tun sollte in Clash of Clans. Und es ist mir im Endeffekt auch direkt eingefallen, aber es gibt so viele Sachen noch, die man eigentlich nicht machen sollte. Wir gucken gleich noch auf den letzten Punkt. Ich muss eben warten, bis meine Truppen fertig sind. Ich möchte natürlich nochmal angreifen. Habe ich überhaupt noch was? Gleich ist die Packer fertig. Haben wir was zum Nachmachen noch fürs Labor? Nein, 44.000, oh doch. Ich mache den Allzauber. Ich mache den Allzauber oder den Erdbeben. Erdbeben braucht eigentlich immer noch niemand, habe ich das Gefühl. Das ist, glaube ich, der Zauber, den nach wie vor niemand benutzt. Deswegen nehmen wir wahrscheinlich den Allzauber. Alles klar, kurzer Cut. Mal eben gleich nochmal Truppen anfordern. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück. Und diesen Kollegen, den Matze Harul von Myanmar High, nehme ich eigentlich nur mit, um euch zu sagen, dass Nummer 5 auf meiner Liste ist natürlich, das Dorf nicht zu rushen. Außer du möchtest so einem coolen WTF-Clan beitreten wie meinem. Das ist allerdings ja, wie gesagt, ein Spaßprojekt. Das sollte man bei diesen Accounts natürlich auch immer im Hinterkopf haben, dass es, wie gesagt, einfach nur Spaß-Accounts sind und dass man das nicht zu ernst nehmen sollte, denn generell gilt einfach, rush dein Dorf nicht. Das ist eine ganz wichtige Sache in Clash of Clans. Du hast nur Nachteile. Du kannst leichter zerstört werden, du bekommst weniger Loot, weil du ja quasi das höhere Rathaus hast. Da musst du natürlich dich auch mit anderen höheren Rathäusern rumschlagen, auch wenn deine Truppen vielleicht noch gar nicht dazu passen. Zum Beispiel sehen wir das ja hier. Die Chance ist relativ groß, dass er jetzt von mir zerstört wird. Warum? Ja, weil er jetzt sehr gerusht ist, ne? Das ist ein Problem für ihn. So. Warten, bis jetzt mal hoffentlich gleich mal alle im Radius von dem Warden sind. Nein, sind natürlich wieder nicht. Ach, Warden, ich hasse dich einfach. Warden, ich hasse dich einfach. Kannst du nicht ein einziges Mal, bitte, Warden, nur ein einziges Mal dahin fliegen, wo du gebraucht wirst. Nur einmal, bitte, Warden. Nur einmal, Warden, bitte. Jetzt brauchen wir überhaupt sonst gar nichts mehr zu setzen. Also ich brauche keine Helden mehr zu setzen. Wir brauchen keinen Zauber mehr. Wir brauchen gar nichts mehr. Au, noch einige Fallen, die da hochgehen und noch in meine Elektrodrachen reinfliegen. Aber es reicht natürlich trotzdem. Wir haben noch einige übrig, aber ist aber auch egal. Das wollte ich, wie gesagt, nur noch sagen. Nicht rushen. Du hast nur Nachteile. Es sieht nicht gut aus, das Dorf. Du kriegst weniger Loot. Du verlierst mehr Loot. Du hast nur Nachteile. Bei den Clan-Spielen überall. Im CW, bei den Clan-Spielen und so weiter und vor allem CW-Accounts. Klar, wenn du jetzt noch einen hast, dann kannst du ihn vielleicht noch so lassen. Aber wenn du einen neuen machen willst, du musst ja trotzdem alle Gebäude zumindest einmal setzen. Wenn du in die nächste Stufe willst, zum Beispiel wenn ich jetzt mein Rathaus upgraden würde, dann müsste ich erstmal noch alles, ich habe alles gebaut. Aber wenn du das nicht gemacht hast, dann würde hier stehen, baue erst noch dies und dies und dies und dies und dies, damit du halt eine Stufe weiterkommst. Und jetzt werde ich mir nochmal eben was holen an Zeugs. Sage Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns später wieder. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst euch nicht von der Hitze unterkriegen. Und dann bis zum nächsten Mal. Jetzt habe ich wieder zwei Giftzauber. Aber damit werde ich schon klarkommen. Haben wir jetzt schon wieder was fertig. In 5 Stunden ist meine Bombe fertig. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Alles klar. Ist der Meisterbauarbeiter? Da ist er. Ach, da ist er noch.
Die Weiterentwicklung ist gerade noch dabei, dass er sie macht. Ich habe einen Boost reingeschmissen. Okay, dann bis später. Macht's gut. Dankeschön fürs Zuschauen. Tschüss.